Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen sage, dass es eine Frau gibt, die einen Hund geheiratet hat? Oder ein Mann, der seine Sexpuppe geheiratet hat? Unglaublich, oder? Fangen wir an. Kyle Jones und Mario Ree McCool. Kyle Jones, ein Mann Ende 20, lernte 2009 die 92-jährige Marjorie McCool kennen, als sie in einem Buchladen arbeitete. Trotz des großen Altersunterschieds von 60 Jahren begannen die beiden eine romantische Beziehung. Kyle sagte, er schätze an Marjorie besonders ihre Reife, ihr Selbstvertrauen und ihre Offenheit, wenn es darum ging, was sie in einer Beziehung wollte. Während Kyle mit Marjorie zusammen war, hatte er bis zu 5 weitere ältere Frauen gleichzeitig. Marjorie akzeptierte diese Situation in der Beziehung. Ihre Romanze hielt bis zum Tod von Marjorie im Jahr 2016 an. Auch heute noch, Jahre nach Marjories Tod, sucht Kyle weiterhin Liebesbeziehungen zu Frauen, die mindestens 50 Jahre alt sind. Es scheint, als habe sich seine ausgeprägte Vorliebe für deutlich ältere Partnerinnen über die Zeit hinweg nicht verändert. Interessant wäre es zu erfahren, welche Lebenserfahrungen und Faktoren diese besondere Präferenz bei Kyle geprägt haben. Verne Troyer und Genevieve Gallon. Verne Troyer, bekannt für seine ikonischen Rollen wie Mini-Me in den Austin Powers-Filmen, war ein nur 81 cm großer Mann, der das Leben in vollen Zügen genoss. Er feierte mit Playboy-Modellen und wurde durch seine witzigen Minifiguren in Die Spitze der Schlangengrube und Goldmember sehr populär, besonders bei Frauen. 2004 heiratete Troyer für 2 Jahre das Playboy-Villa-Model Genevieve Gallon. Leider endete die Ehe fast so schnell, wie sie begann. Bereits einen Tag nach der Hochzeit wurde sie für ungültig erklärt. Genevieve nannte Trousers untreues Verhalten und Alkoholprobleme als Gründe. Auch wenn die Ehe nur kurz währte, brachte sie Genevieve ins Rampenlicht. Insgesamt lebte der kleine Verne Troyer ein großes, lustiges Leben, feierte mit Schönheiten und machte uns mit seinen Darbietungen auf der Leinwand zum Lachen. Amanda Rogers und Sheba. Im August 2012 heiratete die 47-jährige geschiedene Britin Amanda Rogers ihre Hündin Sheba in einer Hochzeitszeremonie in Split, Kroatien. Amanda betrachtete Sheba nicht nur als Haustier, sondern als ideale Lebenspartnerin. Sie feierte diese einzigartige Verbindung, indem sie 200 Gäste zu der Zeremonie einlud. Amanda interpretierte Shebas Schwanzwedeln als ein Ja, als sie ihr einen Heiratsantrag machte und erkannte an, dass die Ehe zwar nicht rechtlich anerkannt war, aber für sie eine tiefe emotionale Bedeutung hatte. Amanda scherzte, dass Männer Shebas Zustimmung brauchten, um ihr Schlafzimmer zu betreten, und ließ sogar einen Mann eine Woche lang in einem Hundebett schlafen, um Sheba Vorrang zu geben. Amanda erklärte Sheba offen als die Liebe ihres Lebens, was die besondere Beziehung zwischen den beiden bezeugt. Tse Tian Rong und Mochi. Tse Tian Rong, ein 36-jähriger Mann aus Hongkong, hat seine Beziehung zu einer Sexpuppe namens Mochi auf die nächste Stufe gehoben. Er hat sich mit ihr verlobt. 2019 kaufte er Mochi und veranstaltete kürzlich eine Verlobungsfeier mit Freunden und Familie. C behandelt Mochi wie einen echten Partner, verwöhnt sie mit Geschenken wie einem iPhone 12, Designerkleidung und Schuhen. Auch wenn er bei seinen Eltern lebt, wird Mochi als Teil der Familie angesehen. C hat seine Vorliebe für Mochi gegenüber echten Frauen zum Ausdruck gebracht, da er ihre ständige Aufmerksamkeit und Einfachheit schätzt, im Gegensatz zu einer früheren Beziehung, in der seine Ex-Freundin oft vom Handy abgelenkt war. Während ihre unkonventionelle Beziehung für manche schwer zu verstehen ist, scheint C eine für ihn passende Form der Liebe gefunden zu haben. Anastasia Rescos und Quentin DH. Anastasia und Quentin, ein Paar aus Frankreich, unterzogen sich über 15 Schönheitsoperationen, um den Barbie- und Ken-Puppen nachzueifern. Getrieben von Bewunderung für diese Figuren, investierten sie viel in ihre Vision puppenhafter Perfektion und wollten sich sogar rechtlich Ken und Doll nennen lassen. Ihre Wege kreuzten sich 2013 auf einer Bootsparty in Saint-Tropez, wo sie ihre gemeinsame Faszination für die Puppenästhetik entdeckten. Quentin war von Anastasias Tanz und Haltung sofort beeindruckt. Trotz ihrer gemeinsamen Ziele hielt ihre Romanze nicht. Quentin spürte eine Distanz, besonders nachdem Anastasia ihr blondes Haar dunkelbraun färbte, für ihn ein Bruch mit ihrer gemeinsamen Vision. Seine Vorliebe für blonde Partnerinnen trug zur Trennung bei. Heute bedauert er das Ende und sucht jemanden, der Barbie und Ken gleichermaßen verkörpern möchte.